Hallo und herzlich willkommen zu einem Video. Heute gibt es die 13. Folge, wo es rund ums Thema Easter Eggs in Videospielen geht. Wenn wie immer euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Labern wir nicht lange rum, legen wir direkt auch schon los. Ghosts of Tsushima ist ein Spiel von Sucker Punch Productions, die Spiele gemacht haben wie unter anderem Sly und Infamous. Der neueste Ableger Ghosts of Tsushima war damals exklusiv auf PlayStation 4. Seit einigen Monaten gibt es ihn nun auch auf PC. Man spielt den japanischen Samurai Jin Sakai, der versucht, die Mongolen-Invasion, die im Jahre 1274 stattfindet, auf der Insel Tsushima zu verhindern. Ich habe es damals auch gespielt, leider auf der PlayStation 4 und nur mit 30 FPS, und fand es eigentlich recht gut. Nur irgendwann, nach Abschluss der ersten Insel, wo es zu der zweiten übergeht, ist für mich irgendwie die Luft raus gewesen, da sich das Ganze sehr repetitiv angefühlt hat. Ganz genau kann ich es leider auch nicht sagen. Ich habe bis dahin das Spiel auch nicht mehr angefasst. Vielleicht muss ich dem Spiel nochmal eine Chance geben. An und für sich aber ein sehr gelungenes Spiel. Im Spiel sind natürlich auch einige Easter Eggs versteckt, wie zum Beispiel auf der DLC-Insel Iki. Nämlich am Ascheschrein kannst du einen Baum finden mit einer Axt und einen Handabdruck. Genau der gleiche Handabdruck, den Kratos findet im 2018er God of War. Doch das war nicht alles. Wenn du nämlich die Sakai-Clan-Rüstung auswählst und die Geste machst, wo du dein Schwert ziehst, bekommst du eine nette Rüstung, die ebenfalls eine Anlehnung an Kratos ist. Und solche Rüstungen gibt es verschiedene im Spiel. Wie zum Beispiel beim blutbefleckten Schrein, wo du die Janom-Rüstung bekommst, die eine Referenz an Bloodborne ist. Oder den Schrein im Schatten, wo es diese Rüstung gibt, die eine Referenz an Shadow of the Colossus ist. Zu guter Letzt kannst du auf dieser Markierung einen Wasserfall finden, wo dahinter ein kleiner versteckter Raum ist. Drinnen befinden sich Kerzen, eine Maske und dieses Wandgemälde. Dies ist der Waschbär Sly. Counter-Strike ist ein Spiel, was wir, glaube ich, alle kennen dürften. Es sei denn, man lebt hinter dem Mond. Ein Spiel, was man entweder hasst oder liebt. Ich für meinen Teil habe es zwar auch ein wenig gespielt, aber auch schnell wieder beiseite gelegt, da ich dann doch eher der Singleplayer-Spieler bin. Ich war auch einer der Spieler, der nicht Counter-Strike, sondern damals dieses Spiel gespielt haben. Wer es noch kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Go, go, go! Es ist natürlich Tactical Ops, ein 1:1-Klon von Counter-Strike. Wo manche mehrere hundert Stunden in Counter-Strike haben, habe ich sie in Tactical Ops verbracht, wo wir schon mal bei alten Games sind. Wer von euch kennt noch Counter-Strike 1.6? Im neuen CS hat es eine alte Map geschafft, genau aus dieser Zeit, nämlich die Map Pool Day. Sie wurde 1:1 aus CS 1.6 übernommen, wo man auch hier wieder ordentlich Gegner umnieten kann. Wenn du die neue Grafik satt hast, kannst du einfach in diesem Schrank den Hebel betätigen, wo du zu der alten Grafik switcht. Wenn du dies tust, passiert das auch für alle Spieler im Match. Natürlich kann man es auch wieder rückgängig machen. Ebenfalls gibt es was weiteres zu entdecken auf der neuen italienischen Map Memento. Nämlich direkt am T-Spawn diesen Baum, dieses Buch, wo ein bestimmter Text drin steht. Genau dies sagte Anakin zu Padme in einer Szene aus Star Wars Episode 2 Angriff der Klonkrieger. Hier allerdings auf Deutsch. Ich mag Sand nicht. Er ist kratzig und rau und unangenehm. Er ist einfach überall. Wenn wir unser Gebiet bis hierhin ausdehnen könnten, hätten die Raider keine Chance. In Folge 11 haben wir in Fallout 76 das The Shining Easter Egg und The Breaking Bad Easter Egg angeschaut. Wenn du es noch nicht gesehen hast, schau gerne vorbei. Heute habe ich zwei weitere Easter Eggs. Etwas östlich beim Bleeding Cates Grindhouse kannst du auf der Straße einen kaputten LKW finden, wo vorne beim Kühlergrill ein Teddybär festgebunden ist. Dies ist eine Referenz an Lotso, der in Toy Story 3 von den Trucker gefunden wird und ebenfalls am Kühlergrill festgebunden wird. Kumpel, mach die Luke zu, sonst frisst du mir die Fliegen weg.
Das zweite Easter Egg gibt es im Süden, der Nuka-Cola-Fabrik, wo du am Fluss dieses unscheinbare Haus finden kannst. Normalerweise ist dieses Haus unbewohnt, hier aber in diesem Fall ist es von jemand anderem besetzt. Im Haus angekommen kann man sich dennoch umschauen, wo du zum Beispiel einen toten Mr. Handy finden kannst, Holzblöcke mit der Ausschrift Palm, Apraxo-Putzmittel und eine Kaffeedose im Kinderbett. Und eine Red Kakerlake, die im Inventar einen Ehering hat, mit einer Melone und ein Gehstock. Das alles ist eine Referenz an Justin und Griffin, die in ihrer Videoserie auf YouTube Monster Factory Unfug getrieben haben in Fallout 4. Hey everybody, it's me, Roachy! Come here, baby, I'm sorry. Oh my god, no. Wait, you remind me of a lover I once took. Dead Island 2. Ein Spiel, was es in der Vergangenheit sehr schwer gehabt hat. Es hatte über 8, wenn nicht sogar 9 Entwicklungsjahre hinter sich, wo es in der Zeit verschiedene Entwickler gab. Manche haben das Spiel schon an den ACTA gelegt und hätten nie gedacht, dass das Spiel noch rauskommt. Schlussendlich wurde es letzten Jahres von den Dambuster Studios fertiggestellt. In der hübschen Unreal Engine 4, was man dem Spiel auf jeden Fall ansieht. Ebenso ist das Spiel leicht geschnitten bei uns, was heißt, dass man bereits getötete Zombies am Boden nicht weiter bearbeiten kann. Alles andere ist uncut. Dead Island 2 spielt in Los Angeles und in Kalifornien, wo man unter anderem schöne Orte besuchen kann, wie zum Beispiel Bel Air, den Hollywood Boulevard, den Pier oder mein Favorite, Venice Beach. Woran erkennt man auch, dass das Spiel recht solide ist? Richtig, man stürzt am Anfang mit einem Flugzeug ab. Das Highlight ist aber eher nicht die Story, die nur mittelmäßig ist, sondern die Zombies. Davon gibt es nämlich etliche und sie alle warten, von dir bearbeitet zu werden. Und hier kannst du dich auch richtig austoben. Egal, ob du eine kleine Waffe benutzt, eine schwere, eine Schusswaffe oder ganz einfach den Körper benutzt. Wie lange das Spaß macht, ist eher was anderes. Mit von der Partie sind natürlich tanzende Waffen. Ich meine kleine Geheimnisse, die der Entwickler im Spiel hinterlassen hat. Wie zum Beispiel in Bel Air in einem Haus diese Spieleautomaten, wovon zwei sehr auffällig sind. Zu einem dieser mit der Ausschrift Homefront The Revolution und zu anderem dieser mit der Ausschrift Timesplitters. Diese beiden sind Spiele vom Entwickler höchst selbst, die allerdings damals Free Radical Design hießen. Homefront 2 war mega Arsch, aber dafür ist Timesplitters ein sehr cooles Spiel, was die älteren Hasen vielleicht von euch kennen dürften. Hier habe ich einige spaßige Stunden verbracht im Map Editor. In Venice Beach kannst du am Strand im Sperrgebiet ein Tor finden, wo mit roter Farbe Red Rum dran geschrieben wurde. Dies ist natürlich eine Referenz von einem Film, den wir mittlerweile alle kennen dürften, nämlich Stanley Kubricks The Shining. Und das war's auch schon wieder, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr weitere Easter Eggs kennt, lasst es mich gerne wissen. Und wenn sie gut sind, werde ich sie vielleicht hier beim nächsten Mal zeigen. Ich verabschiede mich und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.